Seien Sie recht herzlich gegrüßt von mir. Das Thema ist ja spannend, das wir haben. Wir sehen, dass digitales Teilen ist in. Und wenn wir uns einfach jetzt mal anschauen, was ist passiert in den letzten paar Wochen? Was war denn so interessant, was man so geteilt hat? Vielleicht sagt Ihnen der Name Brüderle etwas. Der deutsche FDP-Politiker, Sie kennen die paar Sprüche von ihm. Man kann ein Dirndl gut ausfüllen und man kann eine Tanzkarte jemandem geben. Wir haben also unser Vokabular ein bisschen erweitert. Das hat dazu geführt, dass eine 31-jährige Dame einen Hashtag eingeführt hat bei Twitter und innerhalb von ein paar Tagen gab es 100.000 Tweets zum Thema. Das heißt, man ist sehr bereit, sich zu äußern, seine Meinungen, Ansichten weiterzugeben. Wenn Sie sich jetzt auch vergegenwärtigen, vor 2-3 Tagen hat der deutsche Bundespräsident Gauck gesagt, naja, das war schon ein Tugendfuror, jetzt gibt es wieder einen Aufschrei im Netz. Also wir sehen, Meinungen, Ansichten, die man auch da hat, werden sehr schnell geteilt. Da gibt es nicht viel Notwendigkeit, das zu motivieren, das passiert. Denken Sie an Wien, Votivkirche, wenn da ein in unseren Qualitätsmedien, Standard, die Presse, ein Artikel war, innerhalb von Minuten, Stunden haben Sie 200, 300, 400, 500 Kommentare gehabt. Also wir sehen, die Kultur des Teilens bezüglich Meinungen funktioniert ja sehr gut. Teilweise viel zu gut, dass die Leute eben auch nicht mehr wahrgenommen gelesen werden. Nehmen Sie den zweiten Aspekt, der uns gerade in Österreich bewegt, Sebastian Kurz, ist ganz interessant, dass er es auf den Punkt bringt, der einfach dann sagt, alle Studien, die vom Steuerzahler bezahlt werden, also vermutlich von uns allen, die sollten auch öffentlich zugänglich sein, was der Steuerzahler bezahlt hat. Warum bleibt es bei den Ministerien, warum bleibt es bei den Staatsunternehmen? Und jetzt versucht man etwas zu machen, wie in den USA schon seit 30 Jahren der Fall ist, Freedom of Information Act, dass man versucht zu sagen, das sollte auch zugänglich sein. Es gibt andere Begriffe, auch Open Access, Open Data und so weiter. Aber wir sehen, dass auch hier der Wunsch kommt, warum teilt man nicht das Wissen, das man ohnehin bezahlt hat? Der gute Nebeneffekt, wenn Sie Berater sind, wissen Sie genauso, es ist doch schön zu lesen, was gibt es in den Studien. Das führt tendenziell dazu, dass die Qualität der Beratung natürlich besser wird. Man sieht, was die anderen gemacht haben und die Qualität der Berichte der Beratung wird optimiert. Aber natürlich in Österreich, aber auch in anderen Staaten, die Verteilerswirtschaft würde ein bisschen runtergehen, wenn man alle Studien, für die man viel Geld bezahlt hat, auch dann öffentlich publizieren müsste. Und wenn wir schließlich mal auch jetzt anschauen, dass man auch physische Güter teilen kann, zunehmend durch die Form des Internets. Und da darf ich Sie einfach mal ein bisschen bitten mitzumachen, wir machen eine angewandte Forschung jetzt gemeinsam. Jetzt frage ich Sie einfach mal, wer hat eine Bohrmaschine? Ich bitte um Handzeichen. Im Haushalt oder jemand selbst Bohrmaschine? Das sind die meisten. Darf ich Sie bitten, aufzustehen, die eine Bohrmaschine im Haushalt haben? Maximal eine Minute, dann sitzen wir alle. Da sehen Sie, das sind die Leute, die eine Bohrmaschine haben. Jetzt frage ich Sie, wie häufig nutzen Sie durchschnittlich die Bohrmaschine? Wer nutzt eine Bohrmaschine einmal am Tag, der darf sich setzen. Wer die Bohrmaschine nutzt einmal in der Woche im Durchschnitt, also 52 Mal im Jahr, darf sich setzen. Wer die Bohrmaschine nutzt einmal im Monat, der darf sich setzen. Wer sie viermal im Jahr nutzt, der darf sich setzen. Jetzt haben wir Leute hier, ich staune dann, sie haben eine Bohrmaschine, die sie 99% der Zeit nicht nutzen. Wie viele von Ihnen sind bereit, diese Bohrmaschine, Sie stehen noch alle, bleiben Sie stehen. Wie viele sind bereit, diese auszuleihen, von denen die stehen? Dann bleiben Sie alle stehen, die nicht bereit sind, setzen sich hin. Und jetzt sehen Sie, schauen Sie sich mal um, für alle anderen, wenn Sie eine Bohrmaschine brauchen, es gab hinten ein paar, die keine Bohrmaschine haben, das wären die Leute, die es mir teilen würden. Und so entstehen diese Ideen, auch jetzt in unserem ganzen digitalen Zeitalter, danke, Sie dürfen sich all dann setzen, dass wir sagen könnten, das Bohren verbindet. Das heißt, 35% der Leute, die sich an Laie beteiligen, machen das, um neue Bekanntschaften zu knüpfen. Hochinteressant, hochspannend. Denken Sie mal drüber nach. Geschäftsidee. Ich leihe etwas aus, wo sich Gleichgesinnte treffen. Und 35% der Motivation ist, dass man das auch macht. Also wir haben ein Phänomen, das interessant ja ist. Wir haben also, wir tauschen Meinungen, wir tauschen aber auch physische Güter über das Internet. Und zum Dritten haben wir etwas, ich fasse das dann noch zusammen, was wir als neue kollaborative Projekte anschauen können. Crowdsourcing, Crowdfunding als Idee nur.
Und dass man sich mal ansieht, in USA, Kickstarter ist vielleicht Ihnen ein Begriff. Das heißt, da kann man Projekte ausschreiben, 4 bis 5 Wochen in der Regel. Ein Unternehmen schreibt das aus und die brauchen Geld. Und dann beteiligt man sich. Es gab ein sehr erfolgreiches Projekt, Smartwatch, also jetzt kommt auch Apple damit ja heraus mit einem ähnlichen Konzept, dass die gesagt haben, 5 Wochen Ausschreibung, wir brauchen 100.000 brauchen wir und die haben es ausgeschrieben. Diese haben eingenommen nach 5 Wochen die Summe von 10.266.000 $ und es gab 69.000 Unterstützer. Also auch das ist ein Teil des digitalen Teilens, Leute zu mobilisieren, die bereit sind für eine Idee, die ihnen wichtig erscheint, auch Geld einzusetzen. Das ist, worum es jetzt gehen soll in meinem Vortrag. Ich werde kurz dieses Konzept nur vorstellen. Ich werde dann auch von dem geschäftlichen Ansatz einiges sagen, was sind so die Treiber, was sind die Voraussetzungen, dass das funktioniert und am Schluss aufzeigen, wie kann man systematisch sich dem Phänomen begegnen, um sein eigenes Geschäft weiterzuentwickeln. Wenn wir also jetzt dann weitergehen, dann haben wir viele Konzepte, die Sie alle kennen, viele dieser Namen. Das Erste, was wichtig ist, dass man jetzt viele sagen, das ist das, die dritte Welle im Internet. Jetzt fragen Sie, was war denn die erste und die zweite Welle? Die erste Welle, gehen Sie zurück, 10, 15 Jahre, das war Information, Kommunikation. Die zweite Welle war sehr stark E-Commerce, E-Business und die dritte Welle soll das Teilen im Netz sein. Internet war schon immer ja zum Teilen da, aber mit dem Verlagerungsschwerpunkt, dass man das auch jetzt sehen am Beispiel Carsharing. Gerade in Wien kennen wir das alle. Wir haben diese Möglichkeiten, Car2Go und sonstige, die auf dem Markt jetzt tätig sind. Sie haben genauso die Beispiele, die wir dort haben, Couchsurfing. Da gibt es die Firmen 9flats.com, Airbnb zum Beispiel, Vimdu im deutschsprachigen Raum ganz stark. Das heißt, Privatpersonen bieten Zimmer oder Wohnungen an, die sie dann auslasten wollen. Wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen, ich habe das mal gemacht für Wien, nachgeschaut, nächste Woche, ein Tag in Wien bei Privatpersonen. Überlegen Sie selbst, wie viele freie Wohnungen werden Ihnen abseits der Hotellerie angeboten durch Privatpersonen, die eine Wohnung, ein Haus oder ein Bett oder ein Zimmer Ihnen anbieten. In Wien gab es die Summe alleine von 1.268 Angeboten. Dann sehen Sie genauso weiteres Beispiel, ich habe mir New York angeschaut. Und da sehen Sie auch, New York interessiert ja viele und ich reise ja gerne. Und ich mag nach New York schon immer, aber längere Zeit. 4 Wochen, 6 Wochen würde ich gerne nach New York gehen. Da war es ein bisschen schwierig, Hotel oder was zu finden. Sie wollen nicht im Hotel sein die ganze Zeit. New York hat alleine 5.394 Angebote heute gehabt für 8 Tage in New York. Können Sie Paris, London, überall machen. Das heißt, Sie sehen, dass zunehmend die Leute bereit sind, sich auch etwas hinzuzuverdienen. Wir kommen auf die Motive noch zu sprechen, aber es ist weit verbreitet. Bei den ganzen Couchsurfing haben wir eine Anzahl von mittlerweile 5,5 Millionen Nutzern, die registriert sind und 97.000 Städte weltweit. Also wenn Sie mal nach Hongkong wollen für 4 Wochen, sind Sie in der Gegend, wo mehr die Residentials sind. Sie können aber dort genauso das genießen, können sich eine Wohnung nehmen, ein Haus mit anderen Teilen zu einem Bruchteil normalerweise der Hotelkosten. Bike-Sharing kennen wir auch, Call a Bike, diese Aspekte, die wir hier haben. Sie haben Dress Circle, hätte man nicht erwartet. Zunehmend steigen dort Leute auch mit hinein, dass sie auch getragene Kleidung tauschen können. Es gibt so Dress Circle Partys mittlerweile, aber es gibt auch Webseiten, die das dann durchführen, dass man es dann auch nutzen kann. Coworking, Suche nach Möglichkeiten, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Im Hub haben wir vorhin vielleicht im Vortrag nochmal gehört. Und Crowdfunding, ich habe Ihnen das Beispiel genannt. Crowdfunding, wenn man sich die Summen anschaut, in Kickstarter USA letztes Jahr 500 Millionen eingenommen. Weg von etablierten Hedgefonds, von privaten Investoren, nur getragen, die sich selbst organisiert haben in dieser Plattform. In Deutschland, da haben wir die Zahlen auch von den deutschen Anbietern auf dem Crowdfunding-Bereich, da waren es 3 Millionen, die man dort erzielt hat. Sie sehen ein bisschen Nachholbedarf, aber es fasst auch hier Fuß. Was man sonst teilen kann, wissen Sie alle, Flickr, Pinterest, was wir alles auch haben an Tools, an Werkzeugen. Wenn Sie sich Amazon anschauen, da kommen die ersten Fragen schon auf, dass wir gesehen haben, aha, wem gehören eigentlich die Bücher, wenn ich mein Konto lösche? Das war in den letzten paar Wochen sehr häufig Teil der Medienberichterstattung, dass man das dort sieht. Sie sehen Spotify, wo Sie dann Musik abonnieren, nicht mehr kaufen. Sie sehen, es verändert sich ein bisschen was. Und wenn Sie sich Ihre Wohnung anschauen, die meisten von Ihnen haben vermutlich riesige Bücherregale. Sie haben noch, wenn Sie ein bisschen länger schon sich Musik angehört haben, haben Sie viele Platten,
Was machen Sie mit Platten? Plattenspieler haben Sie meistens nicht. Jetzt haben Sie die CDs und Sie ahnen schon, es ist eine Übergangstechnologie. Weg vom Eigentum, vom Besitzen hin zum Nutzen über dann jetzt die digitalen Netzwerke, die wir zunehmend auch haben werden. Die Beispiele gehen aber genauso in den Businessbereich. Cloud-Anbieter, Mietsoftware, die wir auch haben, oder auch was wir schon aus Open Source gehabt haben, seit 20 Jahren circa, geht genau in diesen Bereich. Also wir merken, es weitet sich aus, es geht hin zu Open Data, die man verwenden kann, dass Sie merken, etwas liegt in der Luft, etwas passiert gerade auf dem Gebiet. Wer nutzt das Ganze? Es gibt ein paar aktuelle Untersuchungen dazu, ich habe jetzt eine amerikanische, mir kommt es auf einen Aspekt an. Wir wissen im deutschsprachigen Bereich immer noch, es teilen angeblich 97% der Jugendlichen zwischen 14 und 29 teilen Links, Informationen, Fotos im meistens Facebook. Wenn wir die gesamte Bevölkerung anschauen, dann haben wir einen Teil immer noch weit über 70%, die bereit sind zu teilen und das auch schon dann tun. Wenn wir aber konkrete Produkte anschauen, physische, wie eben Bike oder Carsharing und so weiter, Homesharing, haben wir eine Nutzungsrate im Durchschnitt bei der Bevölkerung von knapp 10%, zwischen 9% und 5% beim Couchsurfing. Aber wir haben auch hier eine demografische Kurve zu sehen, dass wir sehen, so circa bei 40 Jahren ist so der Break-Even von den Verteilungen. Das heißt, bis dahin sind mehr, die es fast nutzen wollen, sich einbringen und ab diesem Alter mehr, die reservierter sind, die sagen, also Auto würde ich jetzt zum Beispiel mein Auto oder meine Bohrmaschine nicht unbedingt teilen. Das ist ungefähr die Verteilung. Wenn wir uns anschauen, warum macht man das? Ach klar, erstens, es spart Geld. Zweitens, das ist die Green Idee, die wir auch haben, also dieses ökologische Bewusstsein, das sich da auch widerspiegelt. Das können wir da durchaus dann sehen. Dann weiterhin natürlich für Unternehmen vor allem, dass wir sagen, es ist eine Flexibilität da, ich miete etwas für den Zeitrahmen, für den ich etwas dann brauche. Und schließlich, es ist dann praktisch oder man versucht es einfach aus, wie das Ganze sich auswirkt. Wir stellen es also fest, wir haben ein verändertes Kommunikationsverhalten, verändertes Verhalten bezüglich Besitz, Besitzeigentum. Man kann dazu auch sagen, das ist so ein bisschen postmoderne Werte, die sich da jetzt in der neueren Generation mehr ausbreiten. Also weniger vom Eigentum, Besitz, hin zu mehr zur Gemeinsamkeit, zur Gemeinschaft, zur Kreativität, zur Flexibilität. Das ist eine gewisse Wertestruktur, die sich da durchaus wiedergibt. Also postmaterialistische Werte kann man dazu auch dann sagen. Und wenn man sich das mal anschaut von Zukunftsforschern, da gibt es eine Dame, die Rachel Botsmann, die sehr schön gesagt hat, Collaborative Consumption als globaler Megatrend. Also etwas, das nicht beschränkt ist auf die westliche Welt, etwas, was sich zunehmend durchsetzt in vielen anderen Gebieten, Bereichen genauso. Wichtig, wir können unterscheiden die grundsätzlichen Richtungen. Ich habe die ganz am Anfang eingeführt. Digitale Inhalte, Meinungen, Informationen, Wissen, Fotos, was wir auch dort haben. Zweitens, Internet zu benutzen, um physische Produkte zu teilen, zu leihen, was wir als Beispiel gehabt haben, über Carsharing oder genauso auch jetzt eben die Bohrmaschine und Beteiligung an Projekten. Wir haben Crowdfunding gesagt als ein Beispiel, das kann man auch ergänzen. Wichtig von den Marktlogiken, das Ganze bezieht sich auf den Bereich jetzt Business to Business, Business to Consumer, Consumer to Business oder Consumer to Consumer oder nach der heutigen Notation, die wir gehört haben, auch Mensch to Mensch, könnte man genauso auch sagen, also neue Formen. Das Ganze, was wir hier besprechen, das Teilen, der Gedanke des Teilens, geht all diese Gebiete auch gemeinsam an. Schauen wir uns mal an, als nächstes, wie kann man dieses Phänomen für Unternehmen mal gestalten? Was sind die Treiber, was sind die wichtigen Aspekte? Ich habe hier 7 Bereiche herausgegriffen, die zentral sind. Einmal der Begriff Share Economy. Das ist so das neue Paradigma, dass wir sagen, die Ökonomie des Teilens. Ich sage dazu ein paar Worte. Und dann habe ich andere Treiber noch dazu genommen als Voraussetzung Ubiquität. Also die IT ist immer überall verfügbar, ein wesentlicher Treiber. Kollaboration, dass wir sehen, das Betonen der Zusammenarbeit, intern und extern. Dann haben wir den nächsten Bereich, der für uns auch dann wichtig ist, Marktplätze versus Organisation. Also Marktplätze, dass wir dort austauschen können, Formen, wo Angebot, Nachfrage zusammenlaufen. Schließlich das neue Paradigma des Unternehmertums, zunehmend von Leuten, die in Projekten arbeiten, sich einbringen, temporär. Dann genauso, dass wir den Bereich haben, Medienkompetenz, der wichtig ist, um das nutzen zu können. Und schließlich habe ich diesen Punkt Information Rich hineingenommen, also diese gesellschaftlichen, regionale oder auch lokale Gegebenheiten als Infrastrukturmaßnahmen. Ich komme auf alle zu sprechen. Nehmen wir den ersten Punkt, Share Economy, habe ich schon vorhin kurz gesagt, das ist das Paradigma vom Produkt zum Service, vom Besitzen, vom Eigentum zum Nutzen hin. Das Konzept ist gar nicht so neu.
Das wurde vom Begriff her beschrieben, schon 84 von eben von Martin Weizmann, auf den man sich dann berufte, das eingeführt hat. Und die These, die Grundthese dahinter ist einfach, dass je mehr Marktteilnehmer und sich selbst Sachen dann teilen, verleihen, umso mehr trägt das zum Wohlstandssteigerung bei. Also die Shared Economy trägt dazu bei, dass der Wohlstand steigt. Es gibt nicht nur Gewinner, es gibt natürlich auch ein paar Verlierer, werden wir auch dann sehen. Die Beispiele, die ich genannt habe, zeigen schon dann dahin. Aber das ist ein wichtiger Treiber, den wir dort haben. Nehmen wir den zweiten, Ubiquität. Ohne den geht gar nichts. Wenn wir uns mal anschauen, was bedeutet das? Wenn Sie sich die Entwicklung der IT anschauen in den letzten Jahrzehnten, dann haben wir so drei Plattformen, die IDC so schön unterscheidet. Die erste Plattform, das kennen Sie noch vielleicht von den 60er, 70er Jahren, Mainframe und Terminals, zweite Client-Server-Architektur. Und jetzt haben wir als drittes die Architektur der Mobile Devices und Applications. Das ist der Bereich. Und der ermöglicht ganz wesentlich denn die Möglichkeit, dass wir dort Voraussetzungen schaffen, um Sachen zu teilen. Das Wachstum, wenn Sie sich die Zahlen links anschauen, das man schätzt von 2013 bis 2020, werden 90% des ganzen Wachstums der IT-Industrie aus diesem Bereich wachsen. Also dem Bereich Nutzern überall zeitunabhängig, ortsunabhängig Zugriff auf ihre Dienste zu ermöglichen. Genauso, dass die Wettbewerbsstärke kommt aus der Investition in diesen Bereich, dass man denkt, IDC schlägt dann vor, 80% des Aufwandes in diesen Bereich zu lenken. Also hin zu den Kunden, hin zu den Partnern, hin zu den Konsumenten, zu den Mitarbeitern, die das von dort nutzen können. Und dass wir derzeit, also wie gesagt, nur knapp 22% der IT-Ausgaben haben. Also wichtig, dass wir sehen, es ist wichtig, dass diese Plattformen genutzt werden. Das ist dann der Treiber dazu. Nehmen wir den zweiten Bereich, den wir uns mal anschauen von der Darstellung, die Kollaboration. Kollaboration heißt, ich integriere Kompetenzen im Unternehmen, die besten Leute kommen dann zusammen, ich integriere aber genauso externe Lieferanten, Partner, Kunden. Die Konzepte wie Open Innovation, also externe zu beteiligen an den eigenen Entwicklungen, wird dadurch möglich, das zu gewährleisten. Also Open Innovation, User Experience, das einzubringen, Beteiligung von Externen ist ein zentraler Bereich. Aber wenn Sie nehmen Ubiquität und Kollaboration, heißt ja, wir haben die neuen Konzepte, jeder kann zu Hause arbeiten, verschiedenen Orten, in den berühmten, ob das dann diese Hubs sind oder ob das im Starbucks ist oder wo auch dann immer, dass ich dort sitze. Jetzt sehen Sie, ob der Trend so stabil ist, weiß man gar nicht. Sie haben alle vielleicht letzte Woche mal das mal gelesen überall, dass die Marissa Mayer, die Chefin vom Yahoo, gesagt hat, sie führt jetzt die Präsenzpflicht ein. Also so ein Selbstläufer, Kollaboration und Ubiquität, ich kann überall meinen Job machen. Da gibt es auch erste schon Umkehrungen, die ihm dann denken, na, vielleicht ist es doch nicht das Beste. Was hat die Marissa Mayer gemacht? Die hat sich nämlich angeschaut, die VPN-Zahlen, die Zugriffe, wie häufig sind die Leute online, arbeiten an dem, sind im Firmennetzwerk auch eingebunden und da hat sie die Zahlen gehabt, die ihr nicht ganz so gut gefallen haben. Das heißt, wir sehen, es kann sich durchaus etwas auf diesem Gebiet dann tun. Das nächste, Marktplätze versus Organisationen. Wir haben auch jetzt die Möglichkeit, durch dieses Internet Marktplätze zu schaffen, wo man eben Bohrmaschinen anbieten kann, wo man gebrauchte Kleidung anbieten kann, wo man gebrauchte eBay, kennen Sie alle, was man dort nutzen kann. Das heißt, diese Wertschöpfung wird wichtig, dass wir dort diese Kernkompetenzen dort haben, sie uns beschränken und viel mehr Sachen zukaufen können. Das ist ein wichtiger Trend, der das ermöglicht und diese virtuellen Orte der Verfügbarkeit von Angebot und Nachfrage wirken dazu. Der nächste Trend, dass wir dort haben, Unternehmertum, Arbeitsleben und Privatleben wachsen zusammen, aber die Personen sind angewiesen darauf, zunehmend sich für Projekte auch intern zu verkaufen. Wenn Sie sich IBM anschauen, wo dann mittlerweile sich Leute bewerben müssen intern, um die Sachen nutzen zu können. Aber genauso nehmen Sie das Konzept der Leiharbeit, was wir vielleicht viele nicht wollen, da mitzuarbeiten. Das sind genau diese Bereiche, die dazu führen, dass man temporär in Projekten zunehmend wird arbeiten für verschiedene Firmen, dass dieses lebenslange Konzept der Beschäftigung verloren geht. Auch das führt dazu, zu teilen, sich einzubringen für temporäre Zeit. Medienkompetenz, dazu ganz kurz, um das nutzen zu können, müssen Sie die Tools, die Medien bedienen können. Wichtig dabei ist, dass wir sagen, die Voraussetzung der Kompetenz zur Teilhabe an diesen Entwicklungen ist notwendig. Das ist eine Medienaffinität, aber genauso, dass Sie eine Übersicht haben, eine Toolbeherrschung, eine Qualitätsbeurteilung treffen können, damit es gut funktioniert. Kleines Beispiel, die Albertina, sage ich jetzt mal, die hat jetzt nächste Woche, haben sie 10-jähriges Jubiläum, die haben ausgeschrieben, Führungen, die man dort buchen konnte. Nach einem Tag waren 80% der Führungen ausgebucht, online.
Jetzt, Albertina hat viele Nutzer, die nicht medienaffin sind. Das sind nicht die 20-, 30-Jährigen. Das heißt, wenn Sie per Post das bekommen, sich anmelden schriftlich, bekommen Sie nur noch die Nachricht, tut uns leid, Sie sind auf der Warteliste. Also die Teilhabe, die Nutzung wird häufig nur möglich durch die Möglichkeiten, auch eine Medienkompetenz zu haben. Und schließlich ein ganz kurzer Punkt noch, dass wir sagen, oder hier nochmal, dass natürlich, warum das wichtig ist, wir haben mittlerweile den Trend, Gartner hat das mal gesagt, 80% der Leute informieren sich, bevor sie etwas kaufen im Internet. Die neuesten Zahlen aus Deutschland sagen schon, dass es 75% auch tun. Das heißt, wenn man sich austauschen kann, Meinungen einholen kann, Evaluation, kauft man vermutlich vernünftiger und auch häufig günstiger ein. Letzter Punkt, Informationsreichtum. Das heißt eben, dass eine Infrastruktur vorliegen muss. Das sind breitbandige Netzwerke, das ist Verfügbarkeit von Software, von Inhalten, das wird entscheidend. Das gilt genauso für die Unternehmen. Wenn Sie das nutzen wollen, müssen Sie Zugriff auf Information, auf Wissen, müssen Sie die auch Möglichkeiten der Konferenzsoftware bereitstellen, um das nutzen zu können. Das gilt genauso für die Regionen. In Wien sind wir viel besser dran als in einem Ort in den Alpen, weil sie dort einfach die Infrastruktur nicht haben. Also auch das ist eine Voraussetzung, dass dieses ganze Teilen möglich wird. Für uns jetzt heißt das, dass Sie sich fragen müssen, wie wirken sich diese ganzen Voraussetzungen, diese Treiber, die wir auch haben unter dem Paradigma der Share Economy, auf Ihr Geschäftsmodell aus. Jeder einzelne Punkt, was heißt das für mich? Wenn das mehr und mehr zunimmt, was bedeutet das für das Geschäftsmodell? Und das Geschäftsmodell, dass wir sagen, das ist die Art, wie wir mit dem Kunden interagieren, was verändert sich durch die Share Economy? Der zweite Bereich, wie wir Produkte und Dienste dann auch kreieren, was kann sich verändern? Open Innovation habe ich schon als Punkt genannt. Der nächste Punkt, den wir auch dann haben, die Art, wie wir Werte generieren aus dem Geschäft. Dass wir also auch Erfahrungen, all das als neue Produkte, Services gestalten können. Der nächste Punkt auch, wie wir Entscheidungen treffen. In Unternehmen ganz andere Möglichkeiten der Entscheidungsfindung. Viel mehr Leute einzubeziehen, Sichten zu teilen. Dass wir genauso auch haben, wie die Services und Produkte angeboten werden. Über welche Kanäle, über welche Netzwerke, über welche Marktplätze auch immer. Und schließlich, wie wir lernen und uns verändern. Also das Change Management mit viel besseren Kanälen zu der Entwicklung der Umwelt, die wir außerhalb von uns haben.